Irgendwer wird hier schon wieder... Die fressen, die Sakkos fressen, okay. Die werden nicht angegriffen, aber die interessieren sich schon für uns. Mach die... Wie viele sind denn das? Das sind ja Dutzende. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier in Ark the Hunted. Ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Hier in Ark gibt es ja kein Wochenende. Das heißt, es ist allerhöchste Zeit, dass wir wieder ein bisschen schuften. Die Sonne ist nämlich schon aufgegangen. Es wird Zeit, aus dem Sessel aufzustehen und wieder ein bisschen was zu tun. Denn als Überlebender weiß man nie, was am nächsten Tag passiert. Das heißt, wir sollten uns am besten heute schon auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich habe schon mal wieder ordentlich Fleisch hier am Braten. Das dauert ein ganzes Weilchen, bis da irgendwas vorangeht. Wir haben leider keinen besseren Ofen als den hier und der ist schon richtig gut, weil wir hier super viel reinpacken können, während wir im Lagerfeuer, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Slots haben, ne? Das normale Lagerfeuer hat ja nur irgendwie 5 oder so, oder 3. Und das The Hunted Lagerfeuer ist eigentlich ein bisschen besser, ne? Haben wir schon so eins stehen? So viele Fragen, wir könnten das mal hochheben und gucken, ob sich da was ändert. Demolish? Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so super wichtig. Es gibt ja manche, also beim Lagerfeuer ist es ja so, dass man das irgendwie mehrfach platzieren muss, bis das dann das The Hunted Lagerfeuer wird. Wir können zum Beispiel im The Hunted Lagerfeuer auch Fleisch braten, soweit ich weiß. Also Crafted Foods, Meat. Genau, wir können es auch hier reinpacken. Das geht aber, glaube ich, nicht schneller. Das können wir auch direkt mal testen. Wir bereiten uns heute so ein bisschen vor auf die nächste Expedition. Da gibt es noch ziemlich viel für uns zu tun. Nehmen wir mal ganze Stacks mit. So. Und so viel kann ich wieder nicht tragen. Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen voll beladen. Ich bin nämlich schon dabei. Wie gesagt, die Sonne ist schon aufgegangen. Wir haben jetzt bestimmt schon irgendwie 9 Uhr oder sowas. 8.30 Uhr. Das heißt, allerhöchste Zeit, dass wir hier mal langsam in die Puschen kommen. So, fangen wir mal an. Dann können wir mal gucken, wie schnell es hier drin geht. Das habe ich nämlich noch gar nicht getestet für Fleisch. Vielleicht geht es hier ja auch relativ schnell. Wir werden sehen. Mein Fischfleisch muss ich jetzt mit den Dinos teilen, denn ich habe das auch mal mit dem Fisch getestet und es funktioniert wohl genauso wie das Cooked Meat. Also es wird auf jeden Fall auch sehr gerne genommen und ziemlich schnell weggefuttert. Ich glaube, Esmeralda frisst kein Fleisch, die frisst nur Fisch. Die hat auch super viel Hunger schon wieder, weil wir die gerade wieder hochgelevelt haben. Das heißt, die braucht dringend ein bisschen Fisch. Ich gebe dir mal was ab. Ja, und die futtert es dann auch direkt. Also ich hoffe, dass das... Oh, die futtert das alles weg. Fleisch haben wir auch schon wieder keins mehr drin. Ja, das bringt aber was. Das bringt super viel. Wir waren vorher bei Hälfte Food ungefähr. Jetzt sind wir schon wieder bei 3/4 fast. Jawohl, 3/4 ungefähr. Also super gut. So funktioniert das. Ich habe jetzt auch mal Kartoffeln rangeholt, denn wenn wir uns hier in The Hunted die Tooltips durchlesen, sind die manchmal ganz interessant. Hier steht zum Beispiel dabei, dass die Kartoffeln das perfekte Food sind für Pflanzenfresser. Das heißt, wir werden unsere Pflanzenfresser jetzt mal so ein bisschen mit solchen Kartoffeln versorgen. Wir können es mal hier testen. Da vorne stehen bestimmt welche, die Hunger haben, ne? Ich glaube... Hulk, wie sieht's aus? Hast du Hunger? Ja, sieht so aus. Food. 13,22 haben wir jetzt. 15, oh, das gibt viel Food. Okay, da muss ich nur 3-4 Kartoffeln fressen. Der hat jetzt 3 gefuttert und ist satt. Mega gut. Also das funktioniert vortrefflich. Die müssen wir mal alle wieder zurück mit nach Hause nehmen. Die stehen hier alle ein bisschen weit draußen rum. Die fressen auch nicht mehr aus den Feeding Troughs. Also ich habe die Dinos hin und wieder aufgeräumt. Das müsst ihr mir einfach glauben. Wenn man das hier so sieht, dann könnte man denken, ich habe die noch nie mein ganzen Leben aufgeräumt. Aber es bringt einfach nichts. Also ich hatte die Parasaurier hier wieder aufgereiht, wunderschön. Und die sind alle schon wieder abgedampft, weil wir ständig irgendwie Gesellschaft bekommen, die wir nicht wollen. Delta-Implantat. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, dann holen wir mal... Genau, hier stehen die Parasaurier rum aktuell. Die haben auch wieder Eier gelegt. Ich bin dabei, so ein bisschen die Eier einzusammeln. Die sind super nützlich. Hier kommt mal alle auch so ein bisschen Richtung Base, wenn es geht. Oh je, das sind echt viele. Ja, die sind super nützlich zum Kippelkochen natürlich. Und wir sind auch wieder ein Stück weiter. Ich habe nämlich jetzt das erste Colossal Egg. Das ist... ein ziemlich großes Upgrade für uns. Bringt uns aber so ganz alleine nicht so super viel, weil wir brauchen ja auch Honig. Ja, die futtern alle, seht ihr das?
Christine hat auch schon wieder gefuttert. Wir packen jetzt mal die Kartoffeln hier rein, damit die nicht das ganze Heu wegfressen. Das Heu wird nämlich gar nicht schlecht, das ist so eine Backup-Food. Aber die fressen das natürlich weg, ne? Das heißt, wenn wir das als Backup-Food behalten wollen, dann müssen wir das hier rausnehmen. Ich glaube, das machen wir mal. Wir packen das mal in irgendeine Kiste, weil das wird, wie gesagt, nicht schlecht. Das heißt, wenn wir irgendwann mal Engpässe haben, dann können wir Heu verfüttern. Und so lange verfüttern wir einfach Kartoffeln. Da sind wir noch, da haben wir noch 100. Die packen wir mal hier mit rein. Und das Heu tun wir einfach in irgendeine Kiste hier, ne? Haben wir da irgendwo... Die sind alle voll. Hier ist ein bisschen Platz, ne? In der Seedbox. So, wunderschön. Und dann packen wir direkt mal die Eier weg. Die sind nämlich auch schwer. Das Implantat kommt hier rein. Die ganze Popo müssen wir auch wegbringen. Unseren Dünger. Die Eier kommen alle hier rein. Und hier haben wir jetzt das erste Spino-Egg. Esmeralda hat ein Ei gelegt. Und das ist ein Colossal-Egg. Das heißt, wir haben tatsächlich schon Zugang zu Colossal-Eggs. Immer wenn Esmeralda so ein Ei legt, dann haben wir da eins, woraus wir Kibbel machen können. Wir brauchen aber, wie gesagt, Honig. Das heißt, das ist eine unserer nächsten Missionen, dass wir mal gucken, irgendwie Honig ranzuschaffen. So, das ist auch schon wieder ziemlich voll hier. Dafür müssten wir fast wieder in den Redwood. Wenn wir das machen, dann bin ich da aber wahrscheinlich wieder zu Fuß, ne? Weil das... Huh? Fred, kommst du denn her? Komm mal hier rüber. Fred ist, glaube ich, irgendwo stecken geblieben vorhin. Deswegen ist er erst jetzt gekommen. Ja, da stecken noch mehr. Nee. Passt alles. Holen wir mal noch so ein paar nach Hause hier. Jetzt haben wir bald alle geschafft. Die rennen halt jedes Mal wieder weg. Da müsste ich die alle auf Passiv stellen. Aber dann haben wir wieder das Risiko, dass hier Tiere sterben, wenn wir von Unyx angegriffen werden. Also das ist schon gut, wenn die sich verteidigen. Auch wenn es super viel Unordnung gibt. So, bleibt mal hier stehen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Das Fleisch müssen wir noch wegbringen. Unser Rex hätte gerne so ein Colossal Kibble, was wir aber leider nicht herstellen können. Achso, das Fleisch muss ja hier rein, da wollte ich gerade nachgucken. Ja, also hier funktioniert das auch. Hier geht es aber auch nicht schneller, also wir können es genauso gut dann drinnen braten. Ich esse jetzt aktuell auch immer Fischfleisch. Da müssen wir auch so ein bisschen rumexperimentieren, was so für den Charakter das beste Essen ist. Ich denke mal so Lamm und so ist schon super lecker. Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Boni, die ganzen Nahrungsmittel. Also das Lamb Chop ist zum Beispiel ziemlich gut, gibt viel Nahrung, das ist auf jeden Fall gut. Und auch Energy und Health Benefits sind ziemlich gut. Das heißt, das ist allgemein sehr gutes Food. Davon haben wir aber nicht viel, weil wir auch ziemlich wenige Schafe haben, leider. Das heißt... Oh, jetzt kriege ich das nicht wieder rein. Das ist schon wieder alles voll hier. Ja, das heißt, dass wir das auf jeden Fall nutzen könnten, wenn wir da genug von hätten. Aber ich benutze es jetzt lieber zum Kibbel herstellen oder so. Die Seeds packen wir direkt mal wieder weg. Jetzt machen wir hier die ganze Zeit Ordnung, aber das muss ja auch gemacht werden. Was höre ich da? Was ist hier los? Oh, ein Allo. Wie kommst du denn da hoch? Laila ist aufs Dach geklettert. Okay. Komm mal hier runter. So, können wir hier stehen. Gut. Langsam sieht es schon wieder super ordentlich aus. Wir haben jede Menge Dinos, wo wir uns hier durchschlängeln dürfen. Einer steht noch draußen. Zwei, ne? Brad und Red stehen noch draußen. Die holen wir auch noch fix rein. Ja, dann würde ich sagen, bereiten wir uns ein bisschen vor und starten mal auf die nächste Expedition. Ich weiß noch nicht so recht, wohin wir aufbrechen sollen. Vielleicht in den Redwood? Oder wir gucken uns ein bisschen die Küste an, gehen so ein bisschen Richtung Sümpfe, das wäre auch interessant. Die brauchen echt lange, um zu reagieren teilweise. Bist du ein bisschen schläfrig, Red? Ja, schlaf dich mal aus. Gut. Dann nehmen wir am besten mal die beiden Teresinos mit. Wahrscheinlich auch Laila, ne? Die hat auch ein bisschen was drauf. Wir müssen halt nur aufpassen, dass sie nicht ausbüchst. Das ist immer so die Sache mit Laila. Ich glaube, 8000 Hitpoints reichen uns. Und wir müssen die Dinos vorher ausladen. Und natürlich aufladen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Food, damit die gut versorgt sind. Das heißt, da werde ich jetzt direkt mal gucken, dass die genug zu fressen dabei haben. Und ich weiß nicht, irgendwann ist das Ding hier voll. Wir nehmen auf jeden Fall für Esmeralda Fisch mit.
Davon haben wir zu wenig. Das brauche ich ja selber auch noch. Und wir bräuchten für die Teresinos Kartoffeln. Also da gibt es ziemlich viel, was wir mitnehmen müssen. Und wovon wir wahrscheinlich nicht genug haben, ne? 55 Kartoffeln und 56 Kartoffeln. Ich pflanze mal noch ein paar Kartoffeln, oder? Die sind ja dann für uns super wichtig. Hier sind Mejos drin. Die brauchen wir nicht unbedingt. Das sind Zitronen, Karotten und Mais. Den Rest brauchen wir eigentlich schon. Ich kümmere mich da mal drum, dass alle gut ausgestattet sind. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf. Okay, ich denke, wir sind soweit. Wir sind jetzt zu fünft. Wir haben Quentina, Freddy und Laila und Esmeralda dabei. Und die sind alle gut versorgt. Das heißt, Esmeralda hat viel Fisch. Ich hoffe, das reicht ein Weilchen. Und die anderen haben Kartoffeln und Fleisch. Also, das sollte dann hoffentlich einigermaßen passen. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal kein Reittier mit, ehrlich gesagt. Weil ich könnte natürlich Aaron mitnehmen. Ansonsten weiß ich nicht. Fred ist halt echt ein bisschen... Das wäre halt sicherer für mich eigentlich, ne? Vielleicht nehmen wir noch Fred mit. Aber dann verlieren wir wahrscheinlich Fred, ich kenne es schon. Der hält super wenig aus, deswegen gehe ich, glaube ich, einfach mal zu Fuß. Unsere beiden Kleinen sollten gut versorgt sein. Die müssen wir jetzt erstmal alleine lassen, aber ich glaube, die kommen allein klar. Der Archie ist sowieso gleich ausgewachsen hier. Also, da müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Denen geht's gut. Die sind gut versorgt, die fressen aus der Feeding Trough. Wer war denn hier schon wieder? Das war bestimmt Esmeralda. Die frisst zurzeit viel, die wächst ja noch. Ja, und wir brechen jetzt, glaube ich, mal auf in Richtung Sümpfe. Das ist ein bisschen risky, aber gleichzeitig ist es super wichtig für uns, dass wir hier... Wir sind zu fünft. Sind wir immer noch zu fünft? Ja, sind wir. Ich muss so ein bisschen den Überblick behalten. Ja, dass wir Panzerplatten bekommen. Und die bekommen wir, glaube ich, zum Beispiel von Sarkos ganz gut. Und in den Sümpfen ist sowieso immer so viel los, dass wir da auf jeden Fall alles finden, was wir so brauchen. Das ist also, glaube ich, ein guter Plan, da so in die Richtung aufzubrechen. Ich habe viel Munition mitgenommen. Wir haben noch ein paar von den Bandagen. Da habe ich jetzt nichts mitgenommen. Also notfalls müssen wir uns auf dem Weg dann noch ein paar Bandagen herstellen. Das können wir dann in einem Zug machen, falls wir irgendwie Fleisch brauchen. Falls wir Nachschubfutter brauchen, dann müssen wir uns wieder Fleisch braten. Und dann können wir direkt auch ein bisschen Kohle ranschaffen. Und Leder finden wir auf dem Weg und so. Da können wir dann Bandagen herstellen. Das ergänzt sich dann eigentlich ganz gut. Also, das könnte eine größere Expedition werden. Mal gucken, wie sich dies, was sich so ergibt, was wir so finden. Wenn wir jetzt irgendwas richtig Cooles finden, was dringend nach Hause muss, dann brechen wir halt wieder, dann brechen wir die Mission ab und gehen zurück nach Hause. Ansonsten würde ich jetzt gerne mal Honig finden und Panzerplatten. Und ich glaube, Panzerplatten sind auch gar nicht schwer. Das Schwere war, glaube ich, nicht die Panzerplatten, sondern dieses Leder, ne? Oder Schuppen und sowas. Ich weiß gar nicht, wie die Ressourcen alle genau heißen. Da gibt es schon einige neue hier in Behandelt. Und manche davon sind halt einfach super schwer. Aber ich glaube, diese Silica-Pearl-Platten-Dinger, die sind gar nicht so schwer. Schon mal gucken. Mal schauen, ob die Sarkos das überhaupt haben, ne? Ja, da vorne sind dann schon die Sümpfe. Das ist gar nicht mehr weit. Ich werde da mal gemütlich rüber tigern, dass wir nicht zu viel Stamina verbrauchen. Und dann melde ich mich mal zurück, wenn wir da sind, denke ich. Hier ist unser Lagerfeuer. Ja, wir waren schon überall hier unterwegs. Und jetzt ist schon wieder Mittag, ne? Könnte sein, dass wir in die Nacht kommen. Es wird halt eine lange Mission, wie gesagt. Oh, da sind wir schon. In den Sümpfen. Esmeralda rennt immer die Bäume um. Die Titanboa frisst irgendwas. Das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Oh, oh. Es gibt Stress. Das Paracel mischt sich da ein. Oh, ein Sarko kommt auch. Mach das Sarko weg. Das hat für uns bestimmt Panzerplatten. Okay. Ja, wir mischen uns da jetzt ein bisschen ein. Oh, oh. Ich hoffe, die kommen zurück hier. Wir müssen auf Laila aufpassen. Die macht immer Unfug. Nee, stopp. Okay. Auf neutral fressen sie, glaube ich, nicht weiter. Okay. Nur auf aggressiv fressen sie unendlich lange weiter. Wir haben ein bisschen Gift hier und... Titanboa Venom. Das ist Delta-Tier-DNA. Scaled Hide. Das ist das Zeug, was so schwer ist. Ne? Das ist, glaube ich, super schwer.
Genau, das wiegt 30 Gewichtseinheiten, die 50 Skeletheit. Das Fleisch lassen wir jetzt mal liegen, oder? Wir könnten das Prime Meat abbauen. Ich weiß nicht, was das Paracer vorhat. Das macht mich so ein bisschen nervös. Oh, du bist ja gut versorgt. Okay. Dann schmeißen wir mal das normale Fleisch raus, weil das ist dann ein bisschen schwer. Du kannst ja dann das Prime Meat essen und ich nehme einfach so lange das andere Fleisch, oder? Ist das ein Deal? Weil Prime Meat ist, glaube ich, auch eine sehr gute Futterquelle. Da habe ich noch nicht genau getestet, wie viel das bringt. Das Paracer ist echt friedlich, oder wie? Super cool. Okay. Und jetzt gehen wir zum Sarko runter. Da ist es. Oh, Armored Plates. Das ist das, was wir brauchen. Sarkosuchus-Skin. Und ja, Fleisch brauchen wir ja dann gar nicht, ne? Noch ein bisschen Delta-Tier-DNA. Wir wollen aber hauptsächlich diese Armored Plates. Das stimmt schon, die sind wirklich so schwer. Also, die sind noch schwerer als die Hide. Als die Scaled Hide. Die sind aber super kostbar, also die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Teresinos können zum Glück so ein bisschen was tragen. Die können auch mal das Fleisch nehmen für einen Moment. Und das Gift. Und das Ichti-Ei, was ich gefunden habe. Und Sand und Stein lassen wir, glaube ich, hier. Okay. Ja, und dann arbeiten wir uns ein bisschen den Rand der Sümpfe entlang. Sarkos werden mitgenommen, wenn wir welche finden. Und ansonsten gucken wir einfach, was wir antreffen. Und dann gehen wir so langsam in Richtung Redwood. Mal gucken, ob wir da irgendwie durchkommen. Wie sieht's denn aus? Esmeralda, bist du überladen? Ich glaube, Esmeralda war zu gierig. Die frisst ja kein Prime Meat, ne? Das ist ein bisschen doof eigentlich. Die frisst ja eigentlich nur Fisch. Glaube ich. Wir können ja mal den Fisch abnehmen und das testen. Vielleicht frisst sie ja Prime Meat auch. Wir leveln direkt mal so ein bisschen Hitpoints, dann hat sie auch gleich wieder Hunger. Und wenn sie zu hungrig wird, dann wissen wir, dass sie kein Prime Meat frisst. So, mal abwarten. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Die anderen sehen gut aus. Ein Teresino ist schon ziemlich voll. Nur weil er ein paar Plates und ein paar bisschen Hide hat. Wir bräuchten dringend so ein Tragetier noch. Ne? Esmeralda? Kommst du oder willst du hier den ganzen Wald plätten? Oh je, die rennt wirklich alles um. Bei uns in der Basis hat sie direkt, als wir gegangen sind, gleich mal 3-4 Bäume umgerannt. Deswegen ist bei uns jetzt leider alles ein bisschen gerodet. Wir müssen halt mehr Palmen pflanzen, damit es bei uns grün bleibt. Okay, wir sind wieder zu fünft. Oh, hier gibt's irgendwo ein Sarko-Nest in der Gegend. Das macht mich jetzt schon so ein bisschen neugierig. Da haben wir bis jetzt noch keins gefunden, glaube ich, ne? Hatten wir schon? Ich bin mir nicht sicher. Da war ein Nest im Wasser, ne? Das war aber, glaube ich, ein Deinonychus-Nest. Also ein Sarko-Nest haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Holt ihn euch! Ein Sarko! Jawohl. Titanboar down. Deinonychus! Okay. Stopp, stopp, stopp. Oh, Titanboar. Aua! Die Metrodon, die sind, glaube ich, auch aggressiv. Ja, ja, die sind auch aggressiv. Die Metrodon da. Das ist noch einer. Oh nee, das ist ein Caprosuchus. Holt euch erstmal das Ding. Treff irgendwie nicht. Was ist das? Nee, das ist das Falsche. Holt euch das Sarko. Jetzt geht's. Nicht so einfach. Oh, da sind ganz viele Sauropoden im Wald. Quintina? Laila? Laila ist da, alles gut. Laila ist nur wieder überladen. Die sind so gefräßig, die Dinos. Wir könnten natürlich das Sammeln abstellen. Das ist aber auch wieder kontraproduktiv. Dann sammeln wir nämlich kein Fleisch mehr. Und Laila kann sich ganz gut von Prime Meat ernähren, wie es aussieht. Das funktioniert wunderbar. Das spart uns dann schon wieder Fleisch. Dann haben wir ein Dino, wo wir uns nicht drum kümmern müssen. Okay. Hier hatten wir schon wieder so ein bisschen hochgelevelt. Da können wir mal so ein bisschen in Willi-Damage gehen. Wunderbar. Esmeralda hat Hunger. Also Esmeralda frisst kein Fleisch. Gar nicht. Auch kein Prime Meat.
Okay, und jetzt ist sie erstmal wieder weg. Ho! Oh. Das war ein Caprosuchus. Okay. Wir müssen mal looten, ne? Hier liegt ziemlich viel Fleisch rum. Venom? Titanboar Venom? Nee, stopp, hör auf damit. Wieso machst du das? Okay. Esmeralda frisst jetzt gerade. Trotzdem. Wir werden angegriffen. Noch ein Sarko. Trotzdem sie auf neutral stand, hat sie jetzt doch gefressen. Stopp, hör auf. Holt euch jetzt dieses Sarko. Los, mach das weg. Okay, komm zurück. Eieiei, da geht's schon wieder los. Ich will ja nicht, dass die fressen, also das ist so oder so schlecht für uns. Weil wir wollen ja die ganzen Dinos abernten. So. Den auch. Oh, oh. Piranhas. Die Krallen. Sarko? Wir müssen ins Wasser. Das ging doch eben. Von? Und hier geht's. Gib mir deine Hide oder was auch immer. Wie kann Piranha? Müssen wir halt schwimmen gehen. Skin? Scaled Hide? Können wir sowieso nicht alles mitnehmen, denke ich. Jetzt schauen wir mal, was die anderen hier droppen. Wir haben ja noch einen Deinonychus erlegt. Und haben alles Mögliche erlegt. Ne? Das ist noch ein Sarkosuchus. Armored Plates? Nehmen wir mal nur die Skin und die Armored Plates mit. Die Scaled Hide ist mir dann schon zu schwer. Brauche ein bisschen Hilfe. Nimm mal das ganze Zeug. Es ist zu schwer. Wir können nicht so viel Scaled Hide mitnehmen. Ich schmeiß mal so ein bisschen was raus. Wir brauchen die Armored Plates. Das ist das, warum wir hier sind. Deswegen gehen wir Sarkos jagen. Ich esse mal noch so ein Fischi. Und dann können wir erstmal wieder weitergehen, ne? Ich muss wahrscheinlich wieder so ein bisschen ausladen. Ziemlich viel Inventory Management heute. Esmeralda ausladen. Und die braucht wieder Fisch, bevor sie hier einschläft. Ganz wichtig. Die frisst definitiv nichts irgendwie Fleischiges, das wissen wir jetzt. Oh, da ist ein wilder Spino. Das ist nicht so gut. Der ist hier gerade frisch gespawnt. Vielleicht ist es gut, ne? Der hat, glaube ich, gute DNA für uns. Aber wir sollten so ein bisschen helfen. Okay, ein 120er. Geht's euch gut? Die Teresinos haben so ein bisschen Schaden genommen. Layla auch. Esmeralda. Esmeralda hat am wenigsten Hitpoints. Wow. Ja, Esmeralda hat Schaden genommen. Das ist nicht gut. Wow. Direkt so ein bisschen Hitpoints leveln. Wir wollen auf jeden Fall so Richtung 10.000. Und puh, das ist schon wieder aus. Wir müssen, glaube ich, bald Fisch braten, wenn es so weitergeht. Wir hätten den Piranha abernten sollen. Shagreen! Mega wertvoll für uns. Das ist Ersatz für Organic Polymer. Spino-Segel und dann gehen wir erstmal wieder weiter. Okay. Hier gibt es überall Gewässer, also wir können überall fischen gehen und Esmeralda dann wieder mit Fisch versorgen. Da sollten wir keine Probleme haben, hoffentlich. Deswegen mache ich mir da jetzt aktuell mal nicht so viel Sorgen. Was wird dann Sarko? Okay, Sarko down. Sarko wird geerntet. Armored Plates. Und theoretisch können wir die Skin mitnehmen. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben jetzt schon so viele. Ich glaube, das war jetzt schon das, weiß nicht, achte Sarko. Wir haben schon ziemlich viele, wie gesagt. Armored Plates, Segel. Shagreen ist auch so schwer. Das ist alles so schwer. Egal was. Okay. Aber Esmeralda kann das gerade so tragen. Gut. Dann weiter. Die Sümpfe haben wir jetzt hinter uns. Ich denke, wir haben genug Armored Plates für den Moment. Das ist so eine Kröte, die will ich jetzt nicht gerade lecken. Die lassen wir mal in Ruhe. Und dann gehen wir so ein bisschen Richtung Redwood. Esmeralda, kommst du? Esmeralda schläft schon wieder. Es ist total neblig. Was fliegt da? Da fliegen irgendwelche Viecher, irgendwelche großen. Sind es Tapejaras, glaube ich. Ne? Nichts Gefährliches. Wir könnten auch versuchen, so ein paar von den Sauropoden hier zu legen. Ich weiß nicht genau, was die droppen. Also das wäre auch interessant. Ich glaube, ich gucke mal, was die droppen. Das interessiert mich. Die schubsen ja nur. Das ist also kein großes Risiko für uns.
glaube, die sind auch nicht irgendwie rudelböse. Ja, die droppen aber auch nichts. Außer so Knochen, das ist natürlich auch gut. Sauropodenrückgrat. Ich glaube schon, dass die im Rudel zusammenhalten, ne? Die scheinen mich jetzt zu verfolgen. Aber die sind so langsam. Und wenn die mich jetzt schubsen, dann geht auch nicht die Welt unter. Was ist denn da vorne? Obwohl, ich glaube, die machen die Rüstung kaputt, ne? Wo sind... Meine Jungs machen schon wieder Stress. Das sind Allosaurus-Rudel. Das ist nicht cool. Okay. Die sind doch da unten. Und... Ja, mach den mal weg. Leila ist, glaube ich, überladen, oder? Du kriegst einfach hier die Taschen nicht voll. Liegt alles wieder raus. Okay. Kannst du dich schon wieder bewegen? So langsam, ne? Eieieiei. Kommt jetzt mal mit, alle. Und lasst die Diplodokus in Ruhe. Die droppen sowieso nichts für uns. Wir holen uns lieber so einen Allosaurier, falls wir einen kriegen. Oh, Raptoren! Vorsicht! Okay. Der hat Federn für uns. Das ist ziemlich spannend hier zu Fuß. Es ist halt leider sehr viel los. Also, wir kommen nicht wirklich weit, ohne geschubst zu werden. Ja, macht ihn weg. Da ist der Allosaurus. Der ist schon fast tot. Wer hat den denn so zugerichtet? Wahrscheinlich die Kentros, ne? Der hat für uns wieder so einen Halsknochen oder Rückgrat. Das nehmen wir mit. Dann holt euch den Allosaurus. Ne, den da. Der ist gefährlich. Esmeralda ist schon wieder überladen. Okay, der ist aber down. Jetzt muss ich Leila sagen, dass sie aufhören soll zu fressen. Okay. Und Esmeralda müssen wir wieder ausladen. Heieiei. Da haben wir echt viel zu tun mit unseren Dinos. Gut. Ich glaube, ich sag Esmeralda mal, dass sie nicht ernten soll. Das geht ja bei den Harvest-Settings. Disable Resource Harvesting. Weil sie sammelt sowieso keinen Fisch und Fleisch frisst sie nicht. Das heißt, es muss sie nicht sammeln. Das bringt überhaupt nichts. Während wir es bei Leila, glaube ich, anlassen, weil Leila braucht das Zeug. Ja, die frisst es. Von dem her ist das gut, wenn sie immer schön Prime Meat sammelt. Ich glaube, wir haben was gefunden. Hier ist ein Tapijara-Nest. Super cool. Okay, hier ist das Nest. Coco-Droops brauchen wir, glaube ich, nicht. Haben wir genug. Und Holz brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir zerstören das Nest, damit es hier neu spawnen kann. Wir haben jetzt ein Tapijara. Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Die sind ein bisschen schneller als die Archies. Aber so... Was machst du denn? Die sind echt aggressiv, oder wie? Ja, so alleine mit dem Tapijara können wir halt nicht viel ausrichten. Der kann ja nicht kämpfen. Und ich auch nicht so wirklich. Mit meiner kleinen Schrotflinte. Wie sieht's aus? Das ist aber ein High-Level-Viech, oder? 108er. Dann nehmen wir wieder den Knochen mit. Ja, ich komme nicht wirklich weiter, ehrlich gesagt. Hier ist auch irgendwo ein Raptor-Nest in der Gegend. Irgendwo müsste noch der andere, der zweite Allo liegen. Den irgendwer anders gekillt hat, nicht wir. Wir haben den da gekillt. Ah, da unten liegt der, oder? Nee, das ist der Diplodocus. Die Kentros lassen uns jetzt komischerweise in Ruhe. Also viele Dinos, mit denen ich früher Probleme hatte. Hier liegt der, okay. Das ist gut, dann können wir nämlich das Keratin mitnehmen, die Hörner und... Das ist ein Kano. Ja, die Armored Blades wollte ich mitnehmen, aber Kanos haben keine Armored Blades, nur die Allos haben das. Vielleicht ist der verwundete Allo entkommen. Den habe ich jetzt nicht mehr irgendwo liegen sehen. Okay, wir sind aber jetzt definitiv von den Sümpfen weg und bewegen uns hier langsam in die offenen Grasflächen. Dann gehen wir so ein bisschen runter in Richtung Fluss. Hier draußen sehen wir das auch gut, wenn irgendwo große Nester sind. Da werden wir bestimmt noch so ein bisschen was entdecken. Was ist denn da unten los? Sind es Troodons? Die sind halt ziemlich schnell, die Kleinen, ne? Das könnten Troodons sein. Bei den Raptoren? Oh ja, da kommt schon was. Das sind Troodons. Das ist super risky. Was hat der gerade gekillt? Den Kano, ne? Der Iguanodon hat, glaube ich, den Kano auseinandergenommen. Der kann uns wieder seine Hörner geben.
Ja, und die Trudons, die haben scheinbar Angst vor uns. Ich glaube wirklich, dass meine Begleitung hier so ein bisschen für Furcht und Schrecken sorgt. Ich glaube, so Dinos wie die Kendros und die Trudons, die greifen uns nicht mehr an, weil wir so große Begleitung dabei haben. Die haben Angst vor Esmeralda. Ist hier schon wieder ein Raptor-Nesting Ground? Ja. Es gibt richtig viele Raptoren in der Gegend. Die... War das der Trudon? Vielleicht war das der Trudon. Ich vermute es fast. Die sind ganz schön frech, die Kleinen, ne? Super neugierig sind die auch. Gucken wir mal, was ich hier treibe. Da ist ein Raptor, der frisst irgendwen. Schau mal, was der macht. Der frisst so eine Titanbohr. Lass mich in Ruhe. Der hat Federn für uns. Und du hast ein bisschen Gift für uns, ne? Also heute geht es wirklich so ein bisschen ans Ressourcensammeln. Wir haben schon die Armored Plates, die wir wollten. Kängurus. Was wir noch nicht haben, ist Honig. Und da bin ich mir noch nicht so wirklich sicher, wie wir das hinkriegen mit dem Honig. Wir können uns hier keine Kletterhaken bauen. Das geht hier nicht. Das geht wohl auf der gesamten Map einfach nicht. Da müssten wir rüber zu Scorched Earth und uns die da herstellen. Das heißt, wir können die Bäume nicht hochklettern, um den Honig zu holen. Weil die Bienennester meistens oben an den Redwood-Trees sind. Die gibt es zwar auch woanders, die gibt es nicht nur im Redwood, aber die sind halt super selten. Das heißt, am besten findet man die halt einfach im Redwood. Wird auch Angst vor uns, ne? Die Dillos haben auch Angst vor uns. Das ist ja gechillt. Das ist richtig gemütlich. Dank Esmeralda. Ich glaube, dass es an Esmeralda liegt. Vielleicht wurde auch was am Aggro-Verhalten der Dinos geändert. Das stand aber nicht in den Patchnotes von The Hunted mit drin. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Esmeralda uns hier... Ja, dass Esmeralda für so einen sehr gemütlichen Ausflug heute sorgt. Was ist das denn? Das habe ich schon mal gesehen in den Sümpfen, ne? So ein Baumstamm. Ich glaube, das ist irgendeine Art Nest. Ist das? Das ist ein Nest. Oh. Eine Titanboa, okay. Nichts Schlimmes. Alles gut. Lebt die immer noch? Sieht so aus. Okay. Titanboa down. Venom. Bisschen Gift ist immer gut, ne? Oh, da war ich zu schnell. Werden wir schon wieder angegriffen? Jawohl. Patchy Rhinos. Die sind scheinbar immer noch aggressiv. Testen mal auf. Okay. Mal gucken, was die dabei haben. Die haben Keratin. Das ist eigentlich auch ganz gut. Da könnten wir uns auch angewöhnen, die immer mitzunehmen, weil Keratin ist auch eine Ressource, die wir dringend brauchen. Das Zeug ist aber auch super schwer. Also da müssen wir auch drauf achten, dass wir uns da nicht überladen. Das ist ein Nest, das Ding. Ich habe mich schon gewundert. Ich kannte das aus den Sümpfen irgendwie nicht. Das ist ein Titanboa-Nest. Gargantuan Fertilized Egg. Die sind ziemlich groß scheinbar, ne? Die haben Clay und Holz im Nest. Holz nehmen wir nicht mit. Clay können wir ein bisschen was mitnehmen. Das ist nie verkehrt zu haben. Dann machen wir das Nest hier weg. Da ist noch ein Nest. Da ist ein Nest unter dem Nest. Eieiei, wo kommst du denn her? Du bist ein Level 8er Keratin. Du liegst jetzt auf meinem Nest. Das ist unpraktisch. Dillo-Nest. Okay. Das ist ein ganz normales kleines Dillo-Nest. Da ist es. Das hat Corpse Scraps. Irgendwelche Überreste von irgendwas. Scaled Hide. Okay. Wir sind also aus den Sümpfen wieder in die Sümpfe, weil hier ist schon wieder Sumpfgebiet. Und da vorne ist dann schon der Redwood. Ich glaube, wir müssen einfach nur ans andere Ufer. Ein Fisch. Ich habe einen Fisch. Okay. Den nehmen wir mit. Dann haben wir ein bisschen Fischfleisch. Und theoretisch müssten wir uns das jetzt braten. Ne? Vielleicht machen wir hier jetzt demnächst Pause und braten uns erstmal so ein bisschen Fisch. Oh, ja, müssen wir. Esmeralda hat ja schon Hunger. Esmeralda kann erstmal so ein bisschen Prime Fish Meat essen. Und wie viel bringt denn das? Nicht viel, ne?
Nimm mal ein bisschen gebratenen Fisch. Wir ernten hier den Fisch. Ich glaube, wir bleiben hier, ernten ein bisschen Fisch, stellen unseren Kochpot auf. Es wird auch langsam schon dunkel. Naja, nicht wirklich, ne? Das Wetter wird nur so schlecht. Es ist jetzt 5. Okay, wir sind überladen. Geben wir mal Leila das ganze Fischzeugs, dass ich mich wieder bewegen kann. Dann müssen wir das Zeug an die Teresinos aufteilen. Alles, was wichtig ist. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Scaled Hide noch wegwerfen. Das ist so schwer, das Zeug. Ja. Scaled Hide muss weg. Irgendwer wird hier schon wieder... Die fressen, die Sakkos fressen. Okay. Die werden nicht angegriffen, aber die interessieren sich schon für uns. Mach die... Wie viele sind denn das? Das sind ja Dutzende. Oh je. Ich weiß nicht, ob wir hier gemütlich Pause machen können. Sieht jetzt nicht so aus. Mach die mal weg hier. Los, Leila. Friss sie. Also nicht fressen, sondern du sollst eigentlich kämpfen. Oh je. Leila ist schon wieder überladen. Wir lassen mal... Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Das ist nicht gut. Kommt alle zurück. Okay. Kommt zu mir. Gut. Ich betreibe mal so ein bisschen Dino-Management. Was ist da los? Bist du verfolgt? Nein, du verfolgst uns. Was ist denn mit dem Paras her los? Stopp, los. Komm zu mir. Hört auf zu fressen. Es lebt ja immer noch. Das ist Neues. Das muss Neues sein. Das ist ja noch ganz frisch. Okay. So viel Action. Jetzt kommt mal zu mir, wenn ihr könnt. Okay, die können alle nicht mehr, die sind alle überladen. Ich lade mal Dinos aus, baue uns hier einen Kochpot auf. Dafür brauchen wir, glaube ich, Holz, Stein und Cooking Pot. Da unten war er gerade. Hier. Wir brauchen Flint, Stein, Thatch und Wood. Das gibt's alles hier in der Gegend. Das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall eine schöne kleine Angel-Location aufbauen. Und dann erstmal unsere Esmeralda versorgen. Was ist denn mit Esmeralda los? Wieso hast du denn überhaupt keine Hitpoints mehr? Eieiei. Wow. Hier passieren schon wieder Dinge. Esmeralda habe ich ja sogar das Sammeln abgestellt. Das heißt, die kann gar nicht mehr überladen sein. So. Ihr bleibt jetzt alle mal hier stehen. Ganz gemütlich. Wir gucken mal, was das Paraser hat. Das hat gar nichts. Das hat nur Hide. Normale Hide. Okay. 450. Wie soll ich das alles mit nach Hause nehmen? Scaled Hide brauchen wir nicht. Okay. Ich baue jetzt erstmal einen Cooking Pot auf und dann versorge ich uns wieder mit Ressourcen. Und vielleicht bauen wir irgendwo eine Schatztruhe auf, wo wir die Sachen lassen und holen die dann später ab, weil das ist einfach zu viel Zeug. Hier kommen wir ja eigentlich öfter vorbei. Das heißt, hier könnten wir eigentlich so eine kleine Schatzkiste aufbauen. Kommt mal alle mit. Ist Leila noch überladen? Ich glaube. Oh, lecker Piranhas. Die kommen hier sogar an die Küste. Die fressen gerade an dem Sako oder haben gerade an dem Sako gefressen, bis ich gekommen bin. Aber die... Ah, die fressen... die droppen auch gutes Fleisch, also Prime Fish Meat. Wollt ihr vielleicht zu mir kommen? Ich bin hier. Oh, da ist schon der Erste. Okay, wir können ja auch mit Schwert abernten. Das gibt sogar genauso viel Fleisch, glaube ich. Also Fischfleisch praktisch. Gut, dann schleichen wir jetzt gemütlich zurück zu unseren Dinos. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Abend hier gemütlich am Feuer ausklingen. Weil momentan haben wir so ein bisschen... müssen wir so ein bisschen langsamer machen. Das war jetzt alles eine Riesen-Action. Und Esmeralda muss jetzt erstmal Hitpoints regen. Ich habe ihr jetzt Fleisch, also Fischfleisch gebraten, wie das hier so schön heißt. Ich habe jetzt auch Prime Fish Meat, was ich jetzt futter. Das ist super gut, da können wir gleich mal eins essen, testweise. Und das reicht dann hoffentlich, um mich gleich satt zu machen, ein Stück. Jawohl, super gut. Und es gibt uns auch, das regt ganz gut Hitpoints und gibt uns so ein bisschen Energy zurück, glaube ich. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann haben wir jetzt ein bisschen höherwertiges Essen. Wir können uns das ja alles hier braten, also das ist gar kein Stress mehr.
Wir packen das alles in den Cooking Pot hier, in den The Hunted Cooking Pot. Da vorne ist ganz viele Dillos sind da und ein Baryonyx ist da unterwegs, ne? Also die Gegend ist alles andere als safe. Das ist hier sehr unentspannt. Die Esmeralda hat jetzt wieder ein bisschen Food, aber das geht halt super schnell runter, weil sie versucht, die Hitpoints wieder hochzurecken. Und dementsprechend müssen wir sie richtig gut füttern. Ich hole gleich wieder Fischfleisch für sie. Gebratenes Fischfleisch, das bringt deutlich mehr. Und hier drin sind jetzt unsere Ressourcen. Das heißt, ich habe hier mal so eine kleine Schatztruhe aufgestellt, wo wir alles reinpacken, was zu schwer ist. Das sind alles Sachen, die hier 100 oder mehr wiegen, das Stack. Das heißt, das sind Sachen, die wir jetzt erstmal nicht mit nach Hause nehmen können. Wir haben so schon zu viel Zeug. Quentina ist mit allen möglichen guten Ressourcen voll, die jetzt alle nicht super schwer sind, aber sie kann trotzdem eigentlich nichts mehr tragen. Also sie ist ganz gut versorgt jetzt. Wir haben ganz viele so DNA-Samples gefunden. Das ist das Allosaurus-Hirn. Wir haben auch jede Menge Sarcosuchus heute gefunden. Wir haben so ein Segel. Wir haben diese Sauropodenknochen. Die sind auch super schwer, aber da haben wir jetzt nur 4 von. Und ich weiß nicht, wie viele von wir davon überhaupt schon haben. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen die mal mit nach Hause. Das Fleisch bräuchten wir vielleicht gar nicht so dringend, ne? Das könnten wir theoretisch hier lassen. Ich nehme das mal mit als Backup. Weil Layla frisst ja jetzt immer das Prime Meat und es scheint ganz gut zu funktionieren, so von der Theorie her. Sie ist immer satt. Also das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. So, wie sieht's denn hier aus? Packen wir mal wieder so ein bisschen was da rein. Das nehmen wir mit. Füttern dann so ein bisschen Esmeralda. Und ja, es gibt halt in The Hunted echt viel zu tun. Wir müssen unsere Dinos immer gut versorgen. Ich weiß gar nicht, wo Esmeralda so viel Schaden genommen hat. Aber Spinos sind halt allgemein sehr anfällig. Die haben überhaupt keine Rüstung. Die nehmen super viel Schaden. Und Esmeralda hat ja auch nur im Moment jetzt 5000 Hitpoints. Das ist deutlich weniger als alle anderen. Und vorhin hatte sie nur 4. Ne? Das heißt, halb so viel wie Layla. Und die hat schon weniger als die Teresinos. Also Esmeralda muss erst so ein bisschen hochleveln. Die sind zwar groß, die Spinos, aber die sind nicht so viel stärker als die anderen, die wir dabei haben. Also ich glaube sogar, dass die Teresinos einfach prinzipiell stärker sind als die Spinos. Eine ganze Ecke eigentlich schon, ne? Die haben halt 10.000 Hitpoints und ich bin die ganze Zeit schon am Damage leveln, während wir hier mit Esmeralda noch sehr lange Hitpoints leveln werden, um überhaupt auf 10.000 zu kommen. Ich denke, die wird eher so auf dem Level der Allos sein. Ne? Vielleicht bleiben wir da irgendwie bei 8.000 Hitpoints dann stecken. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich mache es mir hier jetzt erstmal so ein bisschen gemütlich. Brat unser Fleisch. Und wenn es Esmeralda dann wieder gut geht, da schwimmt schon der nächste Fisch. Dann können wir wieder weiter in Richtung Redwood aufbrechen. Aber wir brauchen hin und wieder mal so eine kleine Pause, um uns wieder auszustatten. Die Teresinos haben zum Glück ganz viele Kartoffeln noch dabei. Das heißt, die müssen wir erstmal nicht versorgen. Mit den Pflanzenfressern wird es deutlich schwieriger, ne? Wenn uns da die Futterreserven ausgehen, dann haben wir ein echtes Problem. Da müssen wir gucken, wie wir das regeln, weil so Beeren in den Mengen ranzubekommen, ist halt schon so ein bisschen aufwendiger. Okay, der ist nicht aggressiv, ne? Esmeralda frisst jetzt die Titanboa auf, das will ich eigentlich auch nicht. Das heißt, ihr lasst die mal auf Passiv stehen, alle. Der Baryonyx, der hat sich nur so ein bisschen verirrt. Der wollte jetzt gar nichts von uns. Haben wir eine Sichel dabei? Das ist die große Frage. Nein, haben wir nicht. Das ist schlecht. Es wäre eigentlich gar nicht so doof, so eine Sichel mitzunehmen. Dann könnten wir uns jetzt ganz gemütlich so Fiber sammeln. Müssten wir ja eigentlich gar nicht, weil wir könnten ja auch die Tierfaser, ne? Also die Sehnen verwenden. Die Sehnen von den ganzen Tieren, die wir gemeuchelt haben. Das geht ja auch in The Hunted. So. Wir brauchen ja eigentlich gar kein Fiber. Jetzt haben wir jede Menge Beeren. Und das Thatch verbrennen wir jetzt einfach. Holz habe ich sowieso keins mehr. Okay. Ja, es geht langsam voran, aber das wird jetzt ein ganzes Weilchen dauern, bis wir hier wieder startklar sind. Ich habe auch unvorsichtigerweise Timon mitgenommen. Aber, ja, ich weiß nicht. Timon ist einfach super süß. Wir müssen hin und wieder auch mal so ein Schultertier mitnehmen. Einfach, weil es schön ist, die dabei zu haben. Auch wenn es natürlich so ein bisschen risky ist. Aber ich denke, das wird schon gut gehen. Wir passen gut auf Timon auf und unsere Dinos passen gut auf uns auf. Ne? Für diese Folge müssen wir es dann langsam gut sein lassen. Wir sind schon wieder ziemlich lange unterwegs. Ist auf jeden Fall mega spannend in The Hunted hier auf dem Boden unterwegs zu sein. Aber mit dem Archie wird es halt echt schwer, die Armored Plates zu sammeln, weil die meistens
So, von den stärkeren Dinos kommen Allosaurier, Sarkos. Das sind schon Dinos, die mit dem Archie wirklich schwer zu machen sind. Deswegen ist das eigentlich die beste Option, wenn wir hier direkt zu Fuß auf dem Boden unterwegs sind. Kommt schon wieder so ein neugieriger Dillo. Die wollen alle was vom Lagerfeuer abhaben. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Baryonyx? Hier ist so viel Action in der Gegend. Das ist so entspannt. Keiner tut uns was. So schön. Könnte das nicht immer so sein? Na gut, das war's für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark the Hunted, wo wir dann hoffentlich weiter in Richtung Redwood aufbrechen können. Für heute danke ich euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.